Hallo, hier spricht der Klaus und heute geht es in diesem Podcast Nummer 48 um das Thema, wie Heilung geschieht. Ja, der Anlass, das war ein Buch, ein ganz interessantes Buch, das mir mein Sohn geschenkt hat. Also, das hieß, wo Gott und Medizin sich treffen. Heilkunde und Spiritualität im Dialog. Aber Heilkunde nur aus der Sicht einer Ärztin, das heißt Schulmedizin. Da war ich doch ein bisschen enttäuscht, weil alternative Heilungsmethoden, die eigentlich die Schulmedizin ergänzen müssten, die waren kaum oder fast gar nicht zur Sprache gekommen. Also, energetische Methoden, die zur Heilung führen, ganz wenig. Und es hat mich jetzt sehr beschäftigt, weil Heilung ist etwas, was für mich, für meine Familie, für meine Frau, für viele Bekannten, für meine Klienten doch einen ganz großen Raum einnimmt. Und zwar Heilung auf energetischer Ebene, Heilung der psychischen Ursachen von Krankheiten und Beschwerden. Und dieser Begriff psychische Ursachen, der kam in dem ganzen Buch überhaupt gar nicht vor. Also, das war der Anlass. Und jetzt habe ich selber einen Beitrag geschrieben, wie Heilung geschieht. Und in diesem Beitrag auf meiner Webseite www.atem-wunder.de Schrägstrich Blog Schrägstrich, da führe ich einiges aus, wie ich mir eine moderne Medizin heute vorstellen könnte oder vorstellen kann. Eine Medizin, die aus Schulmedizin besteht, aber auch ergänzt wird durch eine moderne, energetisch begründete und auf alternativen Methoden beruhende Heilkunde. Also, diese Heilungsprozesse beschreibe ich mit folgenden Unterthemen. Erstens, was ist Heilung? Und wie kann der Prozess der Heilung definiert werden? Das ist natürlich ganz wichtig, was man für einen Begriff von Heilung zugrunde gelegt. Zweitens, was ist der übliche schulmedizinisch begründete Heilungsprozess? Also die Schulmedizin darf ihren Raum einnehmen. Und ich habe dann dargestellt als Untertitel die Erfassung und Mitteilung einer Diagnose. Da ist ja die Schulmedizin unglaublich weit entwickelt mit ihren Möglichkeiten der Messung und der Erfassung von unterschiedlichen Krankheiten und kann eine sehr valide, gültige Diagnose erstellen. Dann das Untertitel, die Wirkung der Diagnose auf den Patienten. Eine positive Seite, aber leider auch eine negative Seite, die durch eine bestimmte Aufklärung des Arztes, wie man mit Diagnosen umgeht, durchaus vermieden werden könnte. Dann zum Dritten, die Mittel und Heilungsmethoden der Schulmedizin. Drittens, alternative Heilungsmethoden. Also, was bedeutet Heilung des Menschen aus spiritueller Sicht? Und was ist der Mensch? Also, es hängt ab von unserem Menschenbild, ob wir den Mensch nur als ein materielles Wesen betrachten oder ob der Mensch nicht nur
aus einem Körper, der hat nicht nur einen Körper, sondern der ist natürlich ein belebtes Wesen. Der Körper ist belebt und von dieser Lebendigkeit geht natürlich ein alternative Heilungsmethoden aus. Also, was bedeutet Heilung des Menschen aus spiritueller Sicht und was ist der Mensch? Dann als Unterthema Heilungsverfahren durch Förderung dieser Lebensenergie. Das sind ganz allgemeine Heilungsverfahren, also nicht speziell, um eine bestimmte Krankheit oder bestimmte Beschwerden zu heilen. Aber um diese Lebenskraft zu fördern, gibt es ganz bestimmte Methoden. Und die sind dann auch mal dargestellt. Aber ganz gezielte energetische Heilverfahren sind ausgerichtet, um bestimmte spezielle Symptome oder Krankheiten oder Beschwerden, die können körperlicher Art sein, aber auch psychischer Art, zu heilen. Und hier habe ich ja, doch relativ ausführlich beschrieben, die Funktion der Homöopathie als ein aus meiner Sicht ganz wichtiges Heilungsbereich, Heilungsverfahren, das nicht auf Materie beruht, sondern auf Heilungsenergien beruht. Wie das funktioniert, habe ich noch mal beschrieben. Dann die angewandte Kinesiologie, die ich selber erfahren habe, als ein ganz, ganz wichtiges Instrument, um Krankheiten, die aufgrund von psychischen Ursachen begründet sind, heilen zu können. Angewandte Kinesiologie. Und zum Letzten die energetische Tensormethode, die ich ja entwickelt habe mit diesem Tensor und wo ich mit dem Tensor das Unterbewusstsein befragen kann, nach den psychischen Ursachen ganz gezielt bestimmter Symptome, Krankheiten und Beschwerden. Ich habe in meinem Buch Den Weg der Heilung gehen, sechs Ursachen beschrieben. Inzwischen habe ich eine ganze Reihe von Ursachen. Das sind insgesamt, also kommen noch dazu, zwei traumatisierende Ursachen, also Ursachen, die durch Traumen entstanden sind. Dann andere Ursachen. Es sind insgesamt, denn jetzt bei dieser Heilungsmethode, die ich jetzt gerade durchführe, sind es sechs Ursachenbereiche. Und jenseits dieser sechs Ursachenbereiche habe ich bis jetzt keine weiteren Ursachen gefunden. Also die sind aus meiner Sicht vollständig. Aber die sind hier in diesem Buch noch nicht beschrieben. Das Buch habe ich vor 5 Jahren geschrieben und habe diese Methode auf mich angewendet. Jetzt bin ich 83 Jahre alt und bin kerngesund und habe meine Depression, an der ich damals noch etwas gelitten habe, vollständig abgelegt. Und es ist natürlich eine riesige Freude, weil wenn die Belastungen durch die psychischen Ursachen, ich habe es vorgestellt wie so ein schwerer Rucksack, den ich mit mir rumgetragen habe, wenn die aufgelöst sind, und in diesem Buch sind Auflösungsrituale beschrieben, mit denen man diese dort beschriebenen Ursachen auflösen kann, aber auch viele der von mir jetzt neu entdeckten anderen Ursachenbereiche auflösen kann. Ja, ich kann das ja auch verraten. Es ist ein Heilungsritual, das eine ganz bestimmte Arznei, die immer ohne Nebenwirkungen wirkt. Das ist immer
die Liebe und die Vergebung. Und die Liebe und Vergebung löst alle psychischen Ursachen auf. Das kann man mir glauben oder nicht, aber es geht darum, das auszuprobieren. Und diese Heilungsrituale wirken. Ich habe jetzt, wie gesagt, da insgesamt 6 Jahre Erfahrung damit. Und immer wieder staune ich über das Wunder der Heilung, das geschieht, wenn ich diese Heilungsrituale anwende. Für mich, für meine Familie, also insbesondere für meine Frau, für meinen Sohn, aber auch für viele Klienten. Ja, also, ich beschreibe eine Methode, eine energetische, so möchte ich es nennen, energetische Tensormethode zur Auflösung psychischer Ursachen von Krankheiten und Beschwerden. Und genau das ist die Ergänzung zur Schulmedizin. Die Schulmedizin ist aus meiner Sicht nicht ausgebildet, um psychische Ursachen aufzudecken, zu ermitteln und aufzulösen. Der Begriff psychische Ursachen von Krankheiten, der wird da nicht ein einziges Mal erwähnt. Schade, aber das war der Anlass, jetzt mal darüber nachzudenken, über diese Heilungsmethoden und sie in meinem Beitrag auf meiner Webseite, wie gesagt, www.atem-wunder.de, Schrägstrich, Blog, Schrägstrich. Und dort findet ihr diesen Beitrag und könnt es alles nochmal genau nachlesen. Aber es ist noch nicht alles. Natürlich am Schluss eine Schlussfolgerung. Was müsste sich denn in unserem Gesundheitswesen verändern, wenn die Schulmedizin, die hervorragend entwickelt ist und hervorragendes leistet, das erkenne ich zu 100%, wenn diese Schulmedizin ergänzt werden würde durch eine Medizin, durch ein Heilungsverfahren, das mehr die psychischen Ursachen von Krankheiten und Beschwerden in den Blick nimmt und auflöst. Also das ist eine Vision und ich habe mir vorgestellt, dass Ärzte und Heiler oder Heilpraktiker zusammenarbeiten. Vielleicht miteinander eine Diagnose erstellen. Das sind ja die Ärzte ganz toll, aber sie berücksichtigen oft die psychische Seite zu wenig. Und dass dann, wenn es um körperliche Ursachen geht, die Ärzte den Patienten in seinem Behandlungszimmer behandeln und wenn es um psychische Ursachen geht, die Heiler und Heilpraktiker, die ausgebildet sind, psychische Ursachen zu ermitteln und aufzulösen. Das ist meine Vision, eine Zusammenarbeit zum Segen und für das Heilsein der Menschen. Und es ist natürlich sehr wichtig. Und ich möchte da einfach auch einen Beitrag leisten, eben nicht nur zur Heilung meiner eigenen Person, sondern ich bin auch interessiert, dass diese Heilung bei möglichst vielen Menschen, aber ja, ich habe natürlich sehr begrenzte Möglichkeiten, ja, dass diese Heilung bei vielen Menschen eintreten kann und der Rucksack von Belastungen sich auflöst, so weit wie möglich. Ich darf das auch sagen, das ist keine Methode, die in 3 Stunden den Rucksack leert. Ich habe jetzt 5 Jahre gebraucht, 6 Jahre gebraucht, habe immer noch ein bisschen ein Rucksäckchen, aber nicht mehr viel.
und bin dabei, auch das noch umzulösen. Also es ist auch eine aufwendige Methode, das darf ich ruhig sagen. Da muss man wirklich dranbleiben und arbeiten. Aber man kann diese Methode auch selbst lernen. Ich mache jetzt wieder Heilung, ich mache jetzt wieder Tensorkurse. Und das findet ihr auch auf meiner Webseite. Und da kann man sich anmelden. Das sind drei Tensorkurse für die Anfänger, die also noch gar keine Erfahrung haben. Dann den Modul 2 für diejenigen, die schon ein bisschen Erfahrung haben. Und Modul 3, die das einsetzen wollen als Heilungsmethode. Vor allem auch für, nicht nur für sich, sondern auch für andere Menschen. Das sind drei Kurse, die ich jetzt im März durchführe. Und die Informationen findet ihr alle auf meiner Webseite. Ja, also, Heilung ist für mich ein Prozess, der das Leiden des Menschen endlich so reduziert oder sogar so beendet, dass die pure Freude am Leben wieder mehr ins Leben kommen kann. Und genau das wünsche ich dir auch. Alles Gute vom Klaus.